Fresse, Alter! Damit besiegen wir es. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr sehen könnt, ich habe meinen Vater hier neben mir. Genau, das ist mein Papa, heißt Walid. Und ich habe mir gedacht, ich weiß, ihr liebt den ganzen Essens-Content, den Food-Content. Daher dachte ich mir, was sehr, sehr interessant ist, auch mal ein bisschen so unsere Küche euch zu zeigen. Und meine Inspiration habe ich von meinem Vater. Ich habe von ihm so ein bisschen das Kochen gelernt. Von daher wollen wir euch heute ein Gericht zeigen. Und ja, wenn es gut ankommt, werde ich das öfter machen. Wir werden öfter auch Videos drehen, öfter Rezeptvideos. Und ja, mein Vater ist der Experte. Wir werden heute, auf Arabisch heißt es? Batata Harra mit Farhoush. Ja. Im Ofen. Im Ofen. Das heißt, Batata Harra im Ofen. Batata Harra mit Koriander und Peperoni und Knoblauch. Und das wird halt im Ofen zubereitet. Genau. Was, wie nennt man es auf Deutsch, das Gericht? Hähnchen mit? Hähnchen, Kartoffel, gebackene Kartoffel mit Koriander und okay. Knoblauch. Genau. Wir machen dazu noch daneben eine Knoblauchsoße, die man selber macht. Und wir machen Auberginenmus. Auberginensoße. Man sagt sowas. Baba Ghanoush. Baba Ghanoush. Auf Arabisch heißt das Tabbal. Aber das machen wir auf seine Art und Weise, so wie er es gelernt hat, so wie er es ja ein bisschen verändert hat und so ein bisschen so gemacht hat, wie es ihm gefällt. So, was brauchen wir heute alles? Ich zeige euch mal ganz kurz, was wir alles brauchen. Also, wir brauchen 4-5 Kartoffeln, kleine Zwiebeln, die danach auch mit in dem... Die kommen für die Baba Ghanoush. Baba Ghanoush, genau. Knoblauch, 2 Auberginen, ganz frischer Koriander. Wichtig, frischer Koriander. Wir haben hier Zitronen, 2 scharfe Peperoni, Paprika und auch wichtig, Granatapfel, weil wir danach die Granatapfelkerne brauchen. Und ein ganzes Hähnchen. Das sind die Zutaten für heute. Ist ein sehr, sehr simples Gericht. Aber wenn ich euch sage, dann ist auf jetzt. Ja, ne, so. Genau, ich würde sagen, wir fangen an. Und let's go. Das Liebe da, Leute. Viel Spaß beim Zugucken. Womit fangen wir an? Was machen wir jetzt als erstes? Das ist schon mal die Kartoffeln schälen. Okay. In kleine Würfel. Okay. Groß. Circa so ein Zentimeter. Okay, jetzt mache ich also erstmal nur die Kartoffeln schälen und zwischendurch mache ich erstmal den Hähnchen sauber. Wir machen keine Marinade oder sowas. Das Hähnchen wird einfach nur mit Salz. Nur mit Salz. So, Salz. Du machst auch nur Salz drauf, ne? Nur Salz, ja. Man macht auch viel drauf, ne? Ja, klar. Schau mal. Keine anderen Gewürze, kein gar nichts? Nein, nur Salz erstmal. Nachher kommen die ganzen Gewürze mit drauf. Ja, in der Zwischenzeit, ich mache die Kartoffeln. Wie gesagt, es ist wirklich simpel. Es ist ein sehr simples Gericht. Sehr leicht zu machen, aber wirklich sehr, sehr lecker. Also ich bin da gespannt, wenn der eine oder andere das nachmachen wird, was er sagen wird. Also Ofen, 200 Grad, Umluft, dann kommt der rum. Der Hähnchen erstmal rein. Das Hähnchen rum. Ich wasche schon mal hier Gemüse. Wie schneide ich die Kartoffeln? Einfach ein Würfel. Okay. Ganz normale kleine Würfel. Die machen wir jetzt fertig. Der Ofen ist vorgeheizt. Die werden nachher frittiert. Ach, die Kartoffeln die werden frittiert. Halb frittiert. Erstmal. Die werden halb frittiert. Okay. So, wir machen erstmal Wasser. Da kommen die Kartoffeln rein, damit die Stärke erstmal weggeht. So, ich mache alles mal hier weiter. Achso, wir arbeiten übrigens mit einem Airfryer. Ne? Ja. Wir arbeiten mit einem Airfryer. Ich persönlich arbeite gar nicht damit. Ich kenne mich da auch nicht aus.
aber du bist der Fan davon. Die Aubergine hier grillen und die Zwiebeln. Und die sind hier für das Baba Ganoush. Ja, das ist für das, für, genau. Für die Baba Ganoush, für die Paste. Gibt es da irgendwelche bestimmte ein? Nein. Gar nicht. Einfach nur rein, 200 Grad. Also ca. 30 Minuten. 30 Minuten. Ich habe jetzt die Kartoffeln fertig geschnitten. Die Kartoffeln kommen jetzt, glaube ich, gleich. Das wird dann gleich frittiert, so bis sie zur Hälfte fertig sind. Und die werden danach in den Ofen mit reingehen und mit einer bestimmten, mit einem Sud, glaube ich, auch, ne? Mit dem Sud, genau. Mit dem Sud, aber dazu kommen wir gleich. Das ist sehr richtig. Genau, als nächstes machen wir jetzt Granatapfel. Ich liebe Granatapfel. Grüße gehen raus an meinen Bruder Umut. Genau, brauchen wir für Baba Ganoush. Hast du es im Internet gesehen? Ich dich jetzt verraten? Ich weiß nicht, wie man eine Granatapfel schnell ist. Also, also. Okay, 4. Meine Aufgabe ist jetzt bestimmt, die ganzen Kerne rauszuholen, ne? Genau. Aber aufpassen, wenn die Kerne, da müsst ihr wirklich aufpassen, wenn die euer T-Shirt berühren, gerade wenn ihr irgendwas Helles anhabt, das geht, glaube ich, nicht so leicht raus, ne? Deswegen haben wir uns schwarze. Ey Leute, ich bin gerade eingefallen, auf Arabisch, ihr kennt doch, was ich immer über mein Sandwich gemacht habe, Granatapfelsirup. Wie dumm, ich komme jetzt gerade erst da drauf. Das wird einfach von den Granatapfelkernen gemacht. Genau, das wird Saft gemacht und das wird so lange gekocht, bis es richtig dickflüssig ist. Ah. Und daraus wird dann halt der Granatapfelsirup gemacht. Krass. Hast du mal selber gemacht? Nee, ich hab's gemacht. Und? Schwer? Oder? Es braucht zu viel Granatapfel. Ja. Ganz schön aufwendig, aber schmeckt Hammer. Halt ganz anders. Hammer, Hammer. Ja. Nebenbei wird noch Knoblauch geschält. Wir brauchen Knoblauch einmal für die Knoblauchpaste, also Soße, und einmal Knoblauch für das Hähnchen auch, ne? Für das Hähnchen, auch für das Ach, für Baba Ganoush auch, stimmt. Wie viel brauchen wir? Eine ganze, ganze... Circa eine ganze Knolle. Eine ganze Knolle, wie viel? 10? Wie viel 10 sind das? 10, 15, 10. Ach, Mumkuli? Aber Hammer, lecker. Ich sage es jedes Mal, da sage ich auch mal, wenn wir bis hinten gekocht haben, währenddessen immer schön den Arbeitsplatz sauber machen, damit du auch Spaß am Kochen hast. So ist es. Wenn es dreckig nämlich ist und mein Vater ist da sehr penibel, weil er braucht, er liebt Sauberkeit. Ich sage euch Leute, wir machen jetzt gleich die Knoblauchsoße. Vertraut mir, das ist originell. Das ist diese Knoblauchsoße. Ja, es stinkt sehr. Und aber, es ist sowas von lecker. Wir machen heute das Original. Also ich zeige euch wirklich, wie heute richtige Knoblauch ist. Das isst man auch so im Libanon, oder? Manche machen das mit Ei, manche machen genau, manche machen das mit Ei, manche machen das mit Philadelphia, manche machen das mit Mayonnaise. Aber wir machen heute ohne gar nichts, wirklich nur mit Keimöl. Keimöl. Und Zitrone. Und Zitrone. Wie viel Knoblauch ungefähr? Wie viel? 10? So circa 10. 10. Werden erstmal klein gedrückt. Okay. Und dann halt nochmal stampfen. Und die werde ich jetzt gleich nochmal stampfen. Genau. Wir probieren erstmal eine aus. Gut. Feuer ist gut, jetzt können wir die erstmal hier reinmachen. Das Öl darf auch nicht zu heiß sein, ja. Zu heiß sein, weil sonst spritzt es. So, und der Airfryer auch, habe ich gerade gepinkt. Ja, genau. Den muss man erstmal hier wenden. Die Auberginen. Umdrehen, okay. Damit die andere Seite auch gar wird. Wie lange jetzt nochmal? Ja, so circa 15 Minuten. So, Kartoffeln werden erstmal hier fertig gemacht. Wie lange? Kommt Gefühl, auf, ne? Also, gefühlsmäßig, also. 5 Minuten pro Kochenheit. Ja. 5 Minuten, wie gesagt, nicht komplett durch, sondern nur halb, weil die kommen ja danach normal in den Ofen. Jetzt machen wir weiter mit der Knoblauch. Genau, Knoblauch. Knoblauch stampfen bitte. Salz rein oder sowas? Rein. Genau. Es kommt erstmal nur Salz rein. Das hat alles so gefühlt, ne? Das hat dann eine kleine Prise. Hähnchen, ich glaube, wir müssen jetzt ungefähr Halbzeit haben. Was sagst du?
Ja, noch 5 bis 10 Minuten, dann wir drehen wir um. Ach, Hähnchen muss auch umgedreht werden. Ja, natürlich. Deswegen mache ich erstmal auf die Brust, dass das Hähnchen später nicht so lapprig ist. Einfach knusprig. Einfach knusprig. Deshalb packt man es erstmal auf die Brust und danach auf den Rücken. Okay. Einfach danach umdrehen, nach einer halben Stunde. So, wir sind hier ungefähr so halb frittiert. Halbe kleine, wenn die ein bisschen anfangen braun zu werden. Genau, dann raus. So. Das heißt, einer hält, am besten zu zweit. Man kann auch natürlich eine Küchenmaschine nehmen, aber ich mag lieber mit Hand. Okay. So. Was machen wir jetzt? Wir müssen immer rühren. Immer rühren. Immer ganz leicht Öl rein. Also ein ganz kleiner Faden. Okay. Und rühren. Immer rühren. Sehr wichtig. So, ein Spritzer Zitrone. Ganz wichtig. Und wenn man zu viel Öl reinmacht, dann zerfällt es, ne? Trennt sich Öl von das Rüber. Ah. Ja. Ihr merkt, dass es langsam fester wird. Durch das Öl bindet sich das und wird fester. Und das machst du so lange, bis ich das Gefühl habe, das reicht. Okay. Und ab und zu immer nach, wenn man umrührt, ab und zu immer wieder ein Spritzer Zitrone. Zitrone rein, unbedingt. Das ist jetzt, Leute, das ist die fertige Knoblauchsoße. Probieren geht über studieren, ja. Scharf. Wer Knoblauch mag, So, jetzt wird erstmal hier Koriander klein gehackt. Ich kann es aufhören, ne? Schön. Koriander, ganz frischer Koriander. Peperoni, Paprika, scharf. Warum heißt das Gericht Patata Harra? Patata Harra, weil Harra heißt auf Arabisch scharf. Patata Harra heißt eigentlich übersetzt Kartoffeln, scharfe Kartoffeln, oder? Genau. So, Knoblauch. Ach, die machst du auch gar nicht? Die kommen alle zusammen. Mmh. Für das Hähnchen. Für das Hähnchen, für die Soße. Genau. Für den, das ist am Ende ein Sud, ne? Genau. So. Hähnchen wird jetzt umgedreht. Genau. Dafür holen wir es raus. Der Mann wird das umgedreht. Sieht so versalzen aus, aber es ist nicht. Das ist es geht kein alles. Salz. Nein, ja. Nein. So, einmal nur umdrehen. Ganz normal wieder rein. So. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir die Mischung hierfür. Koriander, klein geschnitten mit Stängel. Knoblauch. Klein geschnitten in Streifen, kleine Streifen. Genau. Und Salz. Scharfe Peperoni, auch klein geschnitten. Salz, Öl. Auch nach Gefühl. Zitrone. Kannst du euch noch mal noch eine? Ja, ja, nein, eine ganze kommt da rein. Eine ganze Zitrone. Zitronensäure, doch. Wichtigste. Obwohl Zitrone, nochmal Zitrone, Zitronensäure. Das gibt einen ganz anderen Geschmack. Zitronensäure. Ja, auf jeden Fall. Dann macht man einen halben Teelöffel. Ja. Zitronensäure. Das reicht auch. Okay. Das ist sehr stark. Zitronensäure ist sehr, sehr stark. Also, das wird mit den Kartoffeln, wenn die fertig sind, die halben Kartoffeln, also halb durch. Wird damit vermischt und kommt dann in den Ofen rein. Die Auberginen sind fertig, glaube ich, ne? Die sind fertig. Machen wir erstmal aus. Dann machen wir die raus hier. Erstmal. Uno, dos. Die Zwiebeln. Das ist jetzt alles für... Arabisch. Auf Arabisch heißt es nochmal Gandal. Das ist Baba Ganoush, das findet ihr so im... Auch bei türkischen Restaurants Auberginenmus. So, wir schneiden die erstmal auf. Die Auberginen werden aufgeschnitten. Genau, jetzt werden die erstmal. Die müssen uns abkühlen, weil die sind extrem heiß. So. Da müsst ihr auch echt aufpassen. Einfach nur den Stängel ab, aufschneiden. Und jetzt mit dem Löffel, das weiß ich auch,
rausholen. Das sozusagen das Fleisch von der Aubergine. Und bei der Aubergine ist sehr, sehr wichtig die Flüssigkeit, was da drin ist. Die Flüssigkeit ist ja, warum ist die Flüssigkeit? Die hat einen sehr, sehr guten Geschmack. Jetzt kommen die Zwiebeln. Die werden einfach rausgepresst. Einfach alles kurz ein bisschen klein schneiden. Erstmal, ne? Ja, und dann stampfen. Auch wieder stampfen, das kannst du wieder übernehmen. Ja, das kannst du übernehmen. Da kommt aber noch zwei Zehen Knoblauch kommen rein. So, ein Stampfer. Hier. So, das wird gestampft. Nochmal Koriander? Ja, ist für die. So, als nächstes kommen die Kartoffeln hier rein. Salz. Wenig. Es muss ja auch ein bisschen salzig schmecken, ne? Nicht salzig jetzt meine ich, aber das muss schon ein bisschen Pfeffer haben. So, und jetzt wird das hier umgerührt. Sieht sehr, sehr stark aus. So, das mal kurz zur Seite. Koriander kommt hier rein. Barnouche. So. Tahine. Selbstgemacht. Selbstgemachte Tahine. Ja. Was ist Tahine? Aber das mache ich nicht mehr. Sesampaste. Mit Sesamöl. Mit Sesamöl. Also 100% vegan. Das Huhn raus. Warum? Weshalb? Wir schütten das hier. Aha. So. Dann machen wir mal so hier. Und kannst du hier drüber machen, damit der Saft auch hier hängen bleibt. Mit der Zitronensäure und Zitrone. Das sieht doch einfach der Hammer aus. Und wie ihr sehen könnt, der ganze Saft, den wir hier oben drüber gemacht haben, von dem Gemisch bleibt oder zieht sich so auch ein bisschen in das Hähnchen ein. Das gibt dem Ganzen so ein bisschen... sag ich jetzt mal, auch nochmal andere Aromen, andere Geschmack. Andere Geschmack. Orientalisch. Mäßig. So, jetzt machen wir nochmal rein. Wie lange jetzt nochmal? Also für ca. 20 Minuten. 20 Minuten nochmal? Okay. Und mach ein bisschen höher. Was heißt ein bisschen höher? Warum ein bisschen höher? Auf 220. 220, genau, oh, okay, alles klar. So, was haben wir jetzt? Wir packen einen Dusch. Einen Dusch machen wir rein hier. Zwei Löffel Tahine, Sesampaste. Und kommt mir da keiner in die Kommentare und will mir irgendwas erzählen, mein Vater ist richtig gut in der Küche. So, jetzt kommt Granatapfel. Granatapfel rein. Ich mag, wenn es ein bisschen mehr ist. Okay. Ganz toller Geschmack einfach. Jetzt, ich sage, so lassen wir es nicht, es wird noch schön angerichtet. Warum? Weil das Auge ist natürlich mit. So ist das. Auge ist natürlich mit. Und was mache ich jetzt? Natürlich, das Auge ist mit. Deshalb, komm mal ran. Wie auch im Laden kann man es schön machen, damit es schön aussieht. Das packen wir hier in die Mitte. Und guten, leckeren Olivenöl. Olivenöl. Top. Ja. So, nennt man Baba Ganoush. Sehr lecker. Schon mal fertig, kannst du auf den Tisch packen. Knoblauch haben wir jetzt auch auf den Teller gelegt. Jetzt heißt es eigentlich nur noch warten, bis das Hähnchen fertig ist. Dann heißt es nur noch lecker, schmecker, schmecken lassen. Eine Ewigkeit später. So, wir haben jetzt eine Stunde Endspurt, eine Stunde und ungefähr 10, 15 Minuten so, ungefähr kann man so sagen. Das heißt, das Hähnchen kann raus. Das kann raus. Let's go. Uff. Das sieht sehr, sehr gut aus.
Wir probieren jetzt gleich, Leute, und dann kriegt ihr noch ein Feedback von uns. Jetzt wird gegessen. Und richtig schön saftig. Boah, man so sieht es richtig, ja. Ich probiere jetzt für euch. Ich möchte von da drinnen rausnehmen. Warum? Weil ich auch die Soße und das alles hier drinnen mag. Mit dem Koriander. So isst man es bei uns. Einmal mit arabischem Brot oder auch anderem Brot. Aber, ich sag's sogar selber, die Sesampaste war einfach zu sesamhaltig. Das merkst du, weil es selber gemacht ist. Ich sage, die Tahini, wenn du die einfach kaufst, besser. Hühnchen. Uff, komm mal richtig gut, schön nah. Das ist so saftig. Null trocken, also wirklich null trocken. Richtig saftig. Das machst du jetzt so. Dann machst du so. Man kann nicht mehr sagen, einfach nur. Wir essen jetzt, Leute. Ich hoffe, wir konnten euch ein gutes, leckeres Rezept zeigen. Vielen Dank, Baba, dass du mir auch geholfen hast. Gerne. War es das erste Mal. Mal gucken, wie die Resonanz sein wird. Wenn es cool ankommt, wenn euch das gefällt, dann werden wir auf jeden Fall, werde ich leider noch ein paar Mal zum Kochen, du weißt schon, was ich meine. Zwingen. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Liebe da. Von meinem Papa auch. Und Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beim nächsten Gericht. Ciao, ciao.